Zahnschmerzen mit Alkohol bekämpfen hinsetzen. Gestern haben Sie sich der Behandlung durch die Flucht entzogen. Heute heißt es Mund auf. Das ist gute Zusammenarbeit. Er will ja nicht. Er will ja nicht bleiben. Ich habe wirklich alles versucht. Das kann man laut sagen. Selbstverständlich. Corona? Guten Morgen. Mein Wecker. Ich weiß nicht, was mit meinem Wecker los ist. Heute Nacht ist er stehen geblieben. Aber mein lieber Herr Opitz, Sie sind mir noch keine Rechenschaft schuldig. Naja, Sie wissen ja, ich bin immer gerne in meinem Labor verschwunden, bevor der Trubel hier losgeht. Ja, das können Sie immer noch haben. Der Chef ist nicht da. Was? Tatsächlich? Nee, der wird sich irgendwo versteckt haben und heimlich eine rauchen. Hm? Als ob ich das nicht riechen würde. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Martin. Ist schon auf? Ja. Gehen Sie nur ins Wartezimmer. Herr von Sattmeier. Guten Morgen, Silvi, ne? Ausgeschlafen? Schon wieder so spät. Hat der Chef schon nach mir gefragt? Junger Mensch muss Glück haben. Der Chef ist noch nicht da. Oh, super. Passt schon da? Leider nicht, aber er muss jeden Moment kommen. Sag mir. Na? Großmutter erkrankt oder Feuersbrunst ausgebrochen? Die Bahn kam nicht pünktlich, Herr Opitz. Ehrlich. Naja. Ist der Chef inzwischen da? Nein. Na, Sabine, was Interessantes dabei? Von der Universität. Oh, komm mal. Los, mach auf. Na? Positiv? Kannst du die Studienunterlagen hinschicken? Ja. Ach, Sabine. Da wünsche ich dir von ganzem Herzen Glück. Ja, das ist verfrüht, Häppchen. Warum denn? Noch weiß ich doch gar nicht, wie ich das Papa beibringen soll. Ach, leg ihm den Brief heute Mittag auf den Teller. Na, weißt du, was dann passiert? Na klar, da platzt die Bombe. Ach, Sabine, da hilft doch nur ein kühner Sprung ins Wasser. Hm? Häppchen? Komme schon! Ja, und dabei muss ich mich immer beschäftigen. Ich habe immer so eine Unruhe im Wartezimmer. Geht Ihnen das auch so? Er ist aber auch ein netter Arzt. Das kann ich Ihnen schwer sagen, weil... Nun, da sind Sie aber gut dran. Ich muss natürlich öfter zum Arzt bei 3 Kindern. Er hat noch 2 Schwestern, wissen Sie. Und da ist andauernd was. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ja. Ja? Was denn? Na, die Zeit, die man im Wartezimmer so versitzt. Und wenn man da wenigstens ein Kreuzworträtsel lösen könnte oder so seinen Gedanken nachhängen. Aber da müssen einen die Leute vollschwätzen und ich muss sowieso so viel reden. 3 Kinder, der Haushalt, der Beruf. Ich bin Trafo-Kernwicklerin und da muss man eben mit den Kolleginnen schwätzen, sonst wird die Wickelei so eintönig. Und mit den Kindern, da muss man auch reden. Und mit dem Mann auch, der will ja schließlich auch erzählen, wenn er vom Bau kommt. Ach, eigentlich bleibt bloß das Wartezimmer, wo Mama so ganz still sitzen könnte. Oder ein Kreuzworträtsel lösen. Ne? Der nächste, bitte. Hm? Kennen Sie eine Aufforderung mit 15 Buchstaben? Eine Aufforderung mit 15 Buchstaben? Hm. Ja. Der nächste, bitte. Hat 15 Buchstaben und damit sind Sie gemeint. Wen? Ach so, ja. Recht herzlichen Dank, Bernd, wir sind dran. Na komm, mein Junge. Hm? So.
Franz, ne? Guten Tag. Eine ganz ruhige Person, was? Und was war mit dem jungen Mann? Spangenkontrolle, eventuell etwas nachstellen. Aha. Wie oft haben wir denn die Spange aus dem Mund gehabt, ja? Aber, Herr Doktor, niemals. Na, Hand aufs Herz und nicht gelogen. Herr Doktor, ich weiß doch, dass mein Junge die Spange Tag und Nacht tragen muss, wenn die Korrektur Erfolg haben soll. Nein, nein, ich achte darauf. Ich weiß schon, was mein Kind im Mund hat oder was nicht. Na schön. Na komm, machen wir mal auf den Mund. Das ist ja unglaublich. Und Sie haben tatsächlich die Stirn, mir das Kind in diesem Zustand zu präsentieren. Aber, Herr Doktor... Sie wissen, was Ihr Kind im Mund hat? Komm, spuck doch bitte mal aus. Na, sehen Sie. Eine Zuckerraffinerie. Aber, Berndi, was hast du denn gemacht? Keine Behandlung heute. Schluss. Mund säubern. Alles ausspülen. Aber, Doktor, das ist doch noch ein Kind. Wir bringen ganz schnell alles in Ordnung und dann schimpft der Onkel Doktor auch nicht mehr. Ich schimpfe nicht. Ich spreche nur eine deutliche Sprache. Wie soll der Junge gesunde Zähne bekommen, wenn er mit Bonbons gefüttert wird? Also, das ist unerhört. Komm, Berndi, wir gehen jetzt. Es gibt ja schließlich noch andere Zahnärzte. Man sagt auf Wiedersehen. Das Kind sehen Sie jedenfalls nicht wieder und mich auch nicht. Darauf können Sie sich verlassen. Komm, Berndi, Moment. Sind wir hier geblieben? Haben wir das denn nötig? Ich erlaube nicht, dass Sie... Aber Doktor, seien Sie doch vernünftig. Das gibt doch bloß Ärger. Lassen Sie mich gehen. Vielleicht erwische ich die Dame noch auf der Treppe. Na ja, fallen Sie mir ruhig in den Rücken. Doch keine Schuld. Ach, nehmen Sie doch meine Entschuldigung an. Das ist genauso gut, als hätte sich der Chef selber entschuldigt. Das ist es eben nicht. Ach, Frau Berg. Ach, guten Tag, Herr Heinz. Na, zufrieden? Und wie? Ganz prima. Kann alles wieder essen. Na, das ist ja fein. Grüßen Sie bitte den Doktor. Ja, das mache ich gern. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Heinz. Ja, ich sage ja nicht, dass der Doktor nicht in seinem Fach tüchtig ist. Aber wie er mit Kindern umgeht. Ach, ganz prima im Allgemeinen. Verständnisvoll wie kaum einer. Nee, aber das habe ich gemerkt vorhin. Ja, das ist es ja. Ich weiß auch nicht, was heute mit ihm los ist. Guten Tag. Guten Tag. Da sehen Sie, alles zufriedene Patienten. Ja, Sie geben sich ja auch alle Mühe. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich überlege ernsthaft, ob ich nicht an höherer Stelle mich... Aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe keine Erklärung dafür, warum der Doktor heute so ganz anders ist als sonst. Ja, weil er schlechte Laune hat. Was sonst? Tja, das mag sein. Aber warum? Ja, das weiß ich doch nicht. Ach, das ist ja schön, dass Sie sich nicht beschweren wollen. Lassen wir eine Woche vergehen und dann kommen Sie wieder, ja? Und ja. Sie müssen nicht ins Wartezimmer, Sie kommen gleich zu mir. Aber jetzt muss ich wieder an meine Arbeit, ja? Also, ja. Wiedersehen und alles Gute. Wiedersehen. Komm, sag der Tante schön auf Wiedersehen. Gib's Wiedersehen. Mhm. Oh. So. Golden. Ja, also, tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Komm. Doktor! Aber Doktor! Ja, was ist denn? Was los ist? Na, ist das nichts? Alkohol am frühen Morgen und dazu noch aus unserer Notflasche. Ja, wo soll ich denn sonst Cognac trinken, weil ich das im Feuerlöscher? Also, Doktor, was ist denn los mit Ihnen? Ist was passiert? Ach, nichts, es passiert überhaupt gar nichts. Sie können einen aber auch erschrecken. Schleichen sich da an wie eine Rothaut auf dem Kriegspfad. Ah ja, also nichts ist passiert. Nein. Für nichts haben Sie aber eine bemerkenswerte Laune. Die sich nicht bessern wird, wenn Sie nicht sofort den nächsten Patienten aufrufen. Frau Weber, bitte! Raus! Hm?
Gott, hat wieder eine Laune, grauenhaft. So, wird er schon seine Gründe haben. Aber die muss er doch nicht ausgerechnet an mir auslassen. Wen, die Laune oder die Gründe? Sie sind so pingelig. Ich bin nur genau. Der Mensch muss sich exakt und klar äußern. Und nicht zu faul sein, ein Wort zu wiederholen, wenn es notwendig ist. So, Mädel, heute werden wir mal Draht ziehen. Das sieht zwar sehr einfach aus, muss aber auch verstanden sein. Also, zugepackt und kräftig gezogen. Kräftig und gleichmäßig, ja? Der Draht muss exakt 1 mm Durchmesser haben. Vorne wie hinten. Aber vor den Erfolg haben die Götter ja bekanntlich den Schweiß gesetzt. Och! Ja. Och, so was Mittelalterliches. Wer zieht denn heute noch Draht mit der Hand? Niemand. Außer einem Zahntechnikerlehrling. Aber ein Gewinde muss ich nicht hinterher noch aufschneiden. Etwas mehr Ernst bei der Arbeit, ja? Gemüse? Nein, danke. Guten Appetit. Ja, Mahlzeit. Warum isst du denn nicht, Papa? Ich werde schon essen. Guck du mal auf deinen Teller und ich da und auf meinen. Das schöne Essen. Hm. Wer hat denn den Schlangenfraß gekocht? Na, Häppchen. Die kocht doch immer, wenn ich Nachtdienst gehabt habe. Warum isst sie nicht mit? Na, weil sie donnerstags immer die Mittagspause ausnutzt, um zum Friseur zu gehen. Ja, auch so ein Versuch am untauglichen Objekt. Na, hör mal, was ist denn mit dir los? Gar nichts. Was soll denn los sein mit mir? Na, woher soll ich denn das wissen? Na, dann frag doch nicht. Iss lieber. Hm. Eigentlich hätte ich ja was Wichtiges mit dir zu besprechen. Heute nicht, Sabine. Bitte, bitte, bitte heute nicht. Na, es muss ja nicht gleich sein, aber lange aufschieben geht auch nicht mehr. Hm. Das Schwesternjahr ist doch bald rum. Ja, und dann studierst du Medizin. Muss man dann dauernd immer wieder darüber reden? Naja, leider. Du weißt doch ganz genau, dass ich nicht Medizin, sondern Zahnmedizin studieren will. Und du weißt ebenso genau, dass ich dazu meine Einwilligung nicht geben werde. Du studierst Medizin. Will das Heer der Frauen als Zahnärztin nicht noch vermehren. Oh, das ist ja grauenhaft. Nein, vor dem Mittagessen fangen wir nicht wieder von vorne an. Ne? Gehen wir. Ja, aber nicht mit diesen Händen. Aha. Daher also die schlechte Laune.
Wie lange geht denn das schon? Es kam ganz plötzlich. So, so. Ganz plötzlich. Mhm. Wie aus heiterem Himmel. Naja, wie sowas eben kommt, nicht wahr? Nun lassen Sie das mal, Häppchen, ja? Schämen Sie sich, Doktor. Sie leben doch mindestens schon 14 Tage von Tabletten. Wenn Sie wüssten, was das für Schmerzen sind. Sie werden es nicht glauben, aber ich kann es mir vorstellen. Was soll ich denn machen? Na, zum Beispiel zum Doktor gehen, Herr Doktor. Also ein Unsinn. Zu wem denn? Wie denn jetzt eben x-beliebigen Zahnknirpen? Aber Doktor. Ich weiß doch genau, was der sagt. Lieber Kollege, sagt er, da können wir ja gar nichts machen. Da müssen wir ja gleich extrahieren. Na und? Na Halleluja, mitten aus der Entzündung. So ein kerngesunder Zahn. Hm. Ja, der muss ja ganz schön gesund sein, wenn Sie laufend zu den stärksten Mitteln greifen. Ach Doktor, Sie sind wie so ein unvernünftiges Kind. Jeden Tag die starken Dinger, denken Sie mal an Ihr Herz. Naja, wenn das pochende Ding hier nachgelassen hat, dann denke ich auch mal an mein Herz. Soll ich die Nachmittagssprechstunde absagen? Wieso denn? Bin doch schmerzfrei. Soll ich mal nachsehen? Himmels Willen, nein. Na, einiges habe ich ja schon gelernt bei Ihnen im Laufe der Jahre. Nein, seien Sie nicht gleich eingeschnappt, Häppchen. Vielleicht nach der Sprechstunde, ja? Mal sehen. Na, Sabine, denn auf in den Kampf. Das sagt sich so leicht, Häppchen. Wieso denn? Nun hast du doch deine Studienunterlagen. Ja, die für meinen Vater das gleiche sind wie für einen Stier das rote Tuch. Ach, Sabine, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. So. Gib mal dein Glas. Ja. So, das ist gut. Ja. Schön. Deine Zukunft. Meine Zukunft, Häppchen. Ich sehe mich schon ein Leben lang in Hab-Acht-Stellung am Narkoseapparat sitzen. Du wirst eines Tages deinen Platz am Zahnarztstuhl einnehmen. Prost. Prost. Und das kluge Häppchen weiß also auch schon wie? Es kann sein. Es kann durchaus sein. Ja? Aber nicht gegen den Willen meines Vaters. Was erwartest du denn noch? Denkst du, dein Vater, der fällt noch vor dir auf die Knie? Der hält doch Frauen für diesen Beruf nun mal für völlig ungeeignet. Kennst du seine Meinung? Ja, ich weiß. Nun sag du bloß auch noch, ich bin erwachsen und kann tun und lassen, was ich will. Das würde ja auch stimmen. Naja, sicher. Na gut, ich kann ja sagen, ich studiere Stomatologie. Da kannst du dich lieber Papa auf den Kopf stellen. Zusage von der Uni habe ich auf seinen Teller gelegt. Er hat den Brief eingesteckt, um ihn überhaupt anzugucken. Aber vielleicht hat er den inzwischen gelesen. Und wenn er ihn gelesen hat? Dann hat er jetzt eine Stinkwut auf mich. Oder was noch schlimmer ist, der ist traurig, weil ich mich doch gegen seinen Willen beworben habe. Häppchen, was soll ich denn jetzt machen? Sabine, du kannst natürlich hier bleiben. Du kannst ja nicht ewig der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen, hm? Ach, Häppchen. Oh, Sabine. Du bist ein liebes Mädchen. Ach, ich bin kein liebes Mädchen, ich bin eine sentimentale Kuh. Nun komm, hör auf, wir kennen uns gut genug. Ja. Was würde deine Mutter jetzt zu dir sagen? Meine Mutter habe ich doch kaum gekannt. Und Alexander hat deinetwegen nicht wieder geheiratet. Wirklich? Ja. Oder hast du nur alle Rivalinnen rechtzeitig vergrault? Das ist aber gut. Häppchen, Häppchen. Ich sehe bis auf den Grund deiner schwarzen Seele. Also, nur mal rein theoretisch. Ich meine, ist das denn so undenkbar? Was denn? Ich meine, also wie gesagt, nur, also nur theoretisch. Wenn dein Vater und
Und ich? Ja. Naja, mein Vater und ich. Ich, naja, nur theoretisch. Häppchen, du bist ganz süß. Weißt du, Häppchen, wenn du auch nicht mit meinem Vater verheiratet bist, für mich bist du manchmal wie eine Mutter. Oh, Sabine. Sabine. Oh, jetzt kommen wir völlig vom Thema ab. Na, logisch. Er will eben nicht, dass ich Zahnärztin werde und wir wissen nicht, wie wir ihm das beibringen sollen. Es hat also keinen Sinn mehr, drüber zu reden. Prost. Ach, das würde ich nicht sagen. Mir geht da nämlich was durch den Kopf. Ja? Was denn? Also, du musst weiter nichts machen, als unseren Helden ordentlich bedauern. Na gut. Wie geht's ihm denn eigentlich? So wie es jemandem geht, der akute Zahnschmerzen hat. Also Sabine, dann musst du jetzt gehen. Du musst verhindern, dass er heute Nacht noch zum Notarzt geht. Na, die Gefahr ist nicht besonders groß. Er hat eine halbe Flasche Cognac mit ins Schlafzimmer genommen. Oh, das ist ja wunderbar. Oh, Sabine, da werden wir bald eine große Schlacht schlagen. Komm. Oh, ja, das ist immer so. Oh Gott. Das sind so große Hände. Können ja ruhig mal fragen, wie ich die Nacht verbracht habe. So, sollte ich das? Ja, ein bisschen Anteilnahme habe ich ja wohl verdient. Na schön, Doktor. Wie haben Sie denn nun die Nacht verbracht? Sie werden lachen. Ich habe tief und fest geschlafen. Ist ja kein Wunder, nach einer Flasche Cognac. Nach einer halben. Häppchen, woher wissen Sie denn das? Sie spionieren Ihrem Chef hinterher? Hm? Das ist eine Unterstellung. Schlimmer, was? Verschwörung der Weiber. Während ich halb ohnmächtig vor Schmerzen. Und Alkohol. Naja, lassen wir das. Ich will Ihnen sagen, woher ich das weiß. Ja? In Ihrer Wohnung roch es heute Morgen wie in einer Destille. Na. Übertreiben Sie mal nicht, ja? Ich möchte nur wissen, was Sie zu Ihren Patienten sagen würden, wenn die es so machten. Zahnschmerzen mit Alkohol bekämpfen, hinsetzen. Gestern haben Sie sich der Behandlung durch die Flucht entzogen. Nee. Heute heißt es Mund auf. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Naja, aber Sie wollten ja, nicht wahr? Also nun mal stillgehalten. Wir wollen doch wenigstens wissen, wo und warum es uns wehtut. Ach, also dieser alte Tantenton, der macht mich ganz krank. Wie und wo es uns wehtut, haben Sie das schon mal von mir gehört? Ihnen tut doch nichts weh. Im Gegenteil. Nein, mir tut nichts weh. Naja, ich sage ja, Ihnen tut nichts weh. Im Gegenteil. Sie fühlen sich ja wohl dabei, nicht wahr? Wie meinen Sie denn das? Naja, Sie sind doch froh, dass Sie mal einen Patienten hier unter Ihren Fingern haben, nicht wahr? Aber Doktor, das müssen Sie doch verstehen. Sie kosten das Gefühl doch täglich mehrmals aus. Also, Mund auf. Sie wollen mir wohl wehtun, Miss Sezier, mit der Spitze, was? Oh, Verzeihung, das tut mir leid. Ja, jetzt tut's Ihnen leid. Aber erst, wenn Sie mir wehtun, ne? Dazu nimmt man eine Kugel. Ja, natürlich, die kleinste, damit es ja recht wehtut. So recht? Ja, von hier sieht die auch recht klein aus. Tja, also eine größere haben wir nicht. Dann kann ich sie gleich mit dem Hammerstiel untersuchen. Hm. So, nun los, Mund auf. So, und nur mal spülen. Also haben Sie wohl nicht alle Häppchen, was? Ja, Frau Doktor, und Ihre Diagnose? Maul- und Klauenseuche, ja? Ja, aber im galoppierenden Stadium. Hm. Aber mal im Ernst, Doktor, es wird eine Wurzelspitzenresektion nötig werden. Na ja, Sie können einen aber auch erschrecken. Na, ja. Wir können ja mal röntgen. Ja, sicher. Ja, wir können Sie auch einen Ring durch die Nase ziehen, nicht wahr? Woher nehmen Sie denn plötzlich diese alberne Heiterkeit? Vor 5 Minuten waren Sie noch ein schwerkranker Mann. Da habe eben keine Schmerzen mehr, nicht wahr? Schmerzen sind weg. Weg, wie weggeblasen. Ja, das sagen Sie alle, wenn Sie erstmal auf diesem Stuhl sitzen. Na, also in meinem Falle ist das hat das einen ganz natürlichen Ursprung. Ach, das können Sie ja gar nicht behaupten.
ohne Röntgenaufnahme. Der Herd sitzt an der Wurzel. Ja, das mag ja schon sein, aber er ist eben ganz gering. Und in so einem Falle kann er ja auch eintrocknen. Aber wer ist denn hier nun der Zahnarzt? Sie oder ich? Ich will jetzt hier runter. So, dann rufen Sie den ersten Patienten. Herr Brockdorf, bitte. Soll ich für Sie einen Zahnarzttermin machen? Nein, Unsinn. Nein. Er scheint nicht da zu sein. Frau Leberecht, bitte. Dann gehen Sie doch mal gucken, was da ist. Ihre Patienten haben Sie ja nun mit Erfolg verjagt. Wie Sie aber auch gestöhnt haben, Doktor. Ach, die Leute haben ja heutzutage gar keine Nerven mehr. Ich gehe mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Ja? Könnte ich mal Schwester Sabine sprechen? Ja, ich warte. Sabine? Stell dir mal vor, der Chef hat keine Zahnschmerzen mehr. Wie? Wieso einverstanden? Ach so, du meinst den Unibrief? Nein, ich glaube, den hat er noch gar nicht gelesen. Du, deshalb rufe ich nicht an. Sag mal, kommst du heute pünktlich? Ja, das ist gut, ja. Du musst unbedingt noch unterwegs einkaufen. Wir müssen heute noch einen Kuchen backen. Einen Kirschkuchen. Warum? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, der Chef kommt. Ich muss aufhören. Tschüss. Na, 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 na. Nicht den Kopf hängen lassen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Schluss für heute. Nächste Woche geht's weiter. Aber auch im Zorn. Keine solchen Ausdrücke, ja? Entschuldigung. Und geben Sie Ihren Händen auch am Wochenende Arbeit. Wegen des Muskelkaters. Da biene nun manch nicht so rum. Du, die Kirschen sind für Kuchen. Also an dir ist ja wirklich eine richtige Intrigantin verloren gegangen, Häppchen. Was heißt denn, an mir ist eine Intrigantin verloren gegangen? Ja? Ich bin eine Intrigantin. Das gibst du also zu? Klar. Und du scheust dich nicht mal, meines Vaters leibliche Tochter in diese schamlose Affäre zu verwickeln? Ach, Sabine, was man macht, das muss man richtig und gründlich machen. Besonders, wenn es sich um eine Intrige handelt. So. Und los, mach die Kerne hier rauf. Häppchen, das können wir doch nicht machen. Also nur komm, tu bloß nicht so, ist ja kein Zyankali, rauf damit. Nur los! So ist schön, und nur die Kirschen. Das ist richtig gemein. Ausgerechnet in seinen Lieblingskuchen. Na gerade, in den beißt er wenigstens bedenkenlos hinein. Sehr schön, Silke, dass du gleich gekommen bist. Na, Häppchen, wo brennst denn, ne? Das erzähle ich dir gleich. Silke, das ist Sabine. Sabine ist Frau Dr. Post, Zahnärztin. Hm? Bald kannst du ja auch soweit sein. Ach, eine Kollegin also. Tag. Tag. Nein, nein, soweit bin ich doch noch lange nicht. Ich will doch erst anfangen. Und wenn alles gut geht, mit Ihrer Hilfe, Frau Dr. Post. Also den Doktor, den lassen wir aber beiseite. Wir wissen ja jetzt die Weise, ne? Na wunderbar, los, gut, setzt euch hin. Ja, danke. Ach, sieht das und was duftet. Also, wie ich meine frühere Wirtin kenne, sieht mir das gewaltig nach Bestechung aus. Ja, soll ja auch eine sein. Siehst du? Dufte ich mal bitte Ihre Tasse? Ja, Moment. Oh. Mach. Hm? Gut. Ganz bedien dich mal, Silke. Meinen Kirschkuchen wirst du ja noch nicht vergessen haben, was? Warte mal. Oh, ich gebe dir noch ein großes Stück. Wer könnte diesen schönen Kirschkuchen vergessen, der ihn einmal genossen hat? Ja, das ist gut. So. Hm. Ja. Ist Milch? Das sagt unser Doktor auch immer mit dem Kirschkuchen. Ja, du, aber was euer Doktor sonst sagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Deine Erzählung am Telefon, die klang ganz schön verworren. Na, ist es nicht merkwürdig, wenn ein Zahnarzt nicht will, dass seine Tochter auch Zahnärztin wird? Danke, Sabine. Und warum nicht? Eine Frau ist zu empfindsam.
Außerdem hat sie nicht die körperlichen Kräfte und die nötige Konstitution und fällt so oft aus wegen Kinderkriegen, na und so weiter und so fort. Hm. Ist ja ein ganzer Katalog. Ja. Mhm. Aber was soll ich denn dabei? Ganz einfach, du sollst unseren Doktor vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Wenn er erstmal von einer jungen Kollegin behandelt wurde, gut behandelt wurde, dann muss er doch seinen Widerstand aufgeben. Also wir müssen ihn einfach dazu bringen, dass er sich darüber freut, dass seine Tochter den gleichen Beruf ergreifen will wie er selbst. Das klingt aber alles ganz schön theoretisch. Es geht aber gar nicht um die Theorie, sondern um die Praxis. Prost. Hm? Prost. Also sagen wir, morgen, Sonnabend, nach der Sprechstunde, da wird unser Doktor heftige Zahnschmerzen bekommen. Hm? So heftig, dass er unbedingt den Notdienst aufsuchen muss. Und dann, Silke, dann kommt eine große Stunde. Prost. Na, ich weiß ja nicht, wie ihr beiden Hexen das anstellen wollt. Aber mal angenommen, es kommt so. Hm. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Ein zweites Staatsexamen. Richtig. Denn wie ihr euren Doktor beschreibt, wird er alles, aber auch alles versuchen, um an mir kein gutes Haar zu lassen. Zugegeben, Nerven gehören dazu, wenn ein Doktor einen Doktor behandelt, ja. Sag mal, Häppchen, warum soll ich mich eigentlich freiwillig dieser Tortur unterziehen, hä? Ach, weißt du, rechne es gegen die Wohltaten auf, die ich dir während deines Studiums erwiesen habe. Bratkartoffeln mit Sülze, ich wusste es doch. Kartoffelpuffer, ja, ja, ja. Selbstgebackener Kuchen und eine sturmfreie Bude. Erpresserin. Also gut, mag daraus werden, was will. Ich werde meinem Examen morgen am Sonnabend gelassen entgegensehen. Prost. 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 Ja, das müssen Sie sich merken. Bei den Zehen ist es wie bei den Waldbränden. Hauptsache vorbeugen. Mhm. Noch mehr? Nein, danke. Und regelmäßig nachschauen lassen. Wie lange waren Sie denn nicht beim Zahnarzt? Mhm. Nicht sprechen, ich sehe das ja jetzt. Und wenn Sie Schmerzen einstellen, nicht immer so lange warten, bis Sie von alleine weggehen. Nicht da. Und was amüsiert Sie denn da, Häppchen? Hä? So. Mal sehen. Oh. Zumachen, so, ja, zeigen Sie mal, so, ja, mal auf wieder. So, ja, nochmal zumachen, so, na wunderbar, und ausspülen. Mhm. Sehen Sie, ist doch gar nicht so schlimm, oder? Mhm. Na, warum denn Angst vor dem Zahnarzt haben, junge Frau? Ich habe ja vor den Patienten auch keine Angst. Ich vor den Patienten nicht, aber... Was murmeln Sie denn da so respektlos in Ihren Kittelhäppchen? Soll die junge Frau von uns denken. So, na, das war's schon für heute. Sollten Sie sich wieder erwarten, Nachschmerzen einstellen, dann kommen Sie sofort hierher. Nicht erst Tabletten nehmen, nicht wahr? Aber ich glaube nicht, dass da noch was kommen wird. So, danke. Für heute. So, Frau Scholz, bitteschön. Wiedersehen. Na, hoffentlich nicht. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Und 2 Stunden bitte nichts essen. Bestimmt nicht. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. So. Ach, das war's dann wohl für heute, oder ist da noch jemand im Wartezimmer? Nein. Nicht? Ah ja. Na, dann ist es mir ja wohl gestattet, nicht wahr? Ach, fällt schwer, das rauchen zu lassen, nicht wahr? Wollen Sie als Ersatz ein Stück Hirschkuchen? Frisch gebacken. Ihrem berühmten Kirschkuchen, na ja, gut, dann sage ich Sabine Bescheid, dass sie uns einen schönen Kaffee machen soll, ja. Nur hast du doch Bedenken, was? Na, überhaupt nicht. Ich weiß nur nicht, auf welcher Seite wir das Verhängnis untergebracht haben. Sondern wir hatten uns doch ein Zeichen gemacht. Ja. Ist doch hier. Ah ja, natürlich. Na, kann da nur die Schlemmerei beginnen? Ja, der Kuchen ist doch noch gar nicht aufgeschnitten. Was? Natürlich ist der Kuchen aufgeschnitten. Na, es fehlt doch noch was. Das fehlt überhaupt nichts. Papa? Ja? An deiner Stelle würde ich mir vielleicht einen guten Cognac gönnen. Ah ja, das ist richtig. Ein Cognac fehlt wirklich, ja. Also was ist denn das für ein Theater? Ich meine, der Einfall mit dem Cognac ist ja wunderbar. Also her mit den Gläsern. Da kann er wenigstens nicht mehr selber fahren. Na ja, gut. Sehr gut.
Sabine will nicht. Sabine ist volljährig, sie braucht auch keinen Fürsprecher. Du, ich möchte wirklich heute nicht. Na ja, dann. Der Doktor hat heute eine flammende Rede gehalten. Mm. Es ging um das vorbildliche Verhalten der Patienten. Es ging vor allem darum, dass man nichts verschleppen darf, sondern rechtzeitig zum Zahnarzt gehen muss. Hm? Ach, tatsächlich? Ja. Dann bekomme ich nun endlich mal ein Stück Kirschkuchen oder nicht. Hä? Ja. Prost. Prost, ja. Prost. Hm. Papa? Ja? Du fühlst dich wirklich hier ganz gut? Das fühle mich ausgesprochen gut, ja. Aber, Gott, sprechen wir über die Arbeit oder trinken wir Kaffee und essen Kirschkuchen? Ja, ja. Na ja. Dann los. Na ja, gut. Danke. Mmh. Guck mal, richtig gelungen. Ganz prima. Papa, zum Notdienst, Papa. Häppchen, wer hat den Notdienst? Dr. Post. Ich melde euch gleich an. Gut. Wir sind da, Papa. Ja. Soll ich mit reinkommen? Hm? Zur moralischen Unterstützung. Ja, na, das fehlte noch. Den letzten Rest von Autorität noch einbüße durch dich. Na, dann würde ich an deiner Stelle mal aussteigen. Ja. Wie hieß doch gleich der Kollege? Dr. Post. Dr. Post? Noch nie gehört. Auch das noch. Sicherlich ein Anfänger, der junge Mann. Papa, ein Anfänger gibt sich doch ganz bestimmt besondere Mühe. Doch dazu bei so einem Patienten. Na, was soll denn das nun wieder heißen? Ich bin doch nicht ein Querulant. Ich bin ein ganz normaler Patient wie jeder andere auch. Na, nicht ganz. Immerhin hat dich doch Häppchen angemeldet. Man weiß also, dass da ein Kollege kommt. Und wer da kommt. Kannst du allein aussteigen? Na, natürlich. Du musst doch nicht gleich einen Krüppel aus mir machen. Das ist ein schwarzer Tag, würdig im Kalender angestrichen zu werden. Erst dieser verrückte Kirschkuchen und dann jetzt das hier noch. Bei einem solchen Kuchen muss man eben damit rechnen, mal auf einen Kern zu beißen. Naja, aber doch nicht auf eine ganze Schrotladung. Also, ihr müsst beim Backen wirklich geschlafen haben. Papa, ich stehe zwar nicht gerade im Halteverbot, aber parken darf ich doch hier auch. Naja. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, Sie wünschen? Einmal Bisolen und Absätze. Was soll denn die Frage? Das wird man beim Zahnarzt schon wollen, nicht wahr? Jetzt ist aber keine Sprechstunde. Nur in Notfällen. Ja, eben, eben. Wohl zu lange gewartet, wie? Auf die bevorstehende Prozedur kann man nicht lange genug warten. Wieso denn das? Ich habe Zähne wie ein Gaul, wissen Sie. Ah, dann sollten Sie zum Tierarzt gehen. Das ist ja zum Wirren, Ihre Bemerkung. Seit wann haben Sie denn die Schmerzen? Was heißt denn das? Meinen Sie, ich bin mit Zahnschmerzen geboren, oder? Machen Sie mal den Mund auf. Ah, soll denn dieses grausame Spiel? Mann gehört nur zu meiner Intimsphäre. Haben Sie denn überhaupt noch welche? Ach, Sie meinen, ich habe sie unterwegs verloren, oder? Tröstlich, dass Sie wenigstens Ihren Humor noch nicht verloren haben. Bei dem, was Ihnen bevorsteht. Machen Sie lieber Ihre Arbeit ordentlich. Da auf der Heizung ist noch Staub. Das sehe ich von hier, sehe ich das. Immer dasselbe mit den Herren der Schöpfung.
Kaum haben sie ein Wehwehchen, dann werden sie aggressiv. Ihre Entzündung, die haben sie aber schon viel länger. Und woher beziehen Sie Ihre Weisheiten? Aus dem Scheuereimer, ja? Sagen Sie lieber Ihrem Chef, dass ich da bin. Dr. Post weiß schon Bescheid. Ach so. Und wen darf ich bitte melden? Einen Kollegen, einen Zahnarzt, ne? Nun gehen Sie doch bitte. Und etwas flink, wenn ich bitten darf. Sie sehen doch, dass ich Schmerzen habe. Einen Moment, bitte. So. Na, dann wollen wir mal. Sie sind... Dr. Post, ganz recht. Ihr behandelnder Stomatologe, Kollege Wittkugel. Wenn ich bitten darf? Soll ich dich schnell nach Hause fahren? Wie geht's dir denn? Darf ich noch was trinken? Nein, danke, ich darf nicht. Danke. Es geht dir also schlecht? Schmerzen sind weg. Und das ist die Hauptsache. Natürlich ist das die Hauptsache. Erzähl doch mal, wie war's denn? Ach, es ist nur alles so taub in meinem Mund. Und erzähl du nie, Mann. Wenn ich wüsste, was dich interessiert. Ach, naja, irgendwas ist doch egal. Tja, was soll ich sagen? Ich hab hier gesessen, gewartet, die Leute beobachtet. Passiert ist nichts Aufregendes. Übrigens habe ich mit Frau Dr. Post ausgemacht, dass sie meine Urlaubsvertretung übernimmt. Dann warst du also mit ihrer Behandlung zufrieden? Ja, sehr, super, sehr. Obwohl es sich um eine Zahnärztin handelt? Zahnarzt oder Zahnärztin, wo ist denn da der Unterschied? Im Biologischen zum Beispiel. Na, was hat denn das mit dem Beruf zu tun? Die körperliche Konstitution. Die Kraftanstrengung durch dauerndes Stehen am Stuhl. Es gibt doch jetzt sehr bewegliche Stühle für den Operateur. Und warum stehst du dann dauernd? Ach, ich. Ich bin das eben noch so gewöhnt. Und die schwachen Nerven der Frauen? Das zu große Mitleiden mit den Patienten? Die Kraftanstrengung bei der Extraktion? Sag mal, Papa, bilde ich mir das alles nur ein? Oder habe ich solche Argumente nicht jahrelang von dir zu hören bekommen? Wenn du den festen Willen hast, Zahnarzt zu werden, dann könnte ich doch solche Einwände gar nicht abschrecken. Und eben noch wollte ich dir eine Freude machen und deinen Wunsch erfüllen. Ich wollte dir sagen, dass ich mich entschlossen habe, auf das Studium der Stomatologie zu verzichten. Also bist du noch bei Trost? Bist du denn noch bei Trost? Ich habe eben eine tadellose Behandlung hinter mir. Frau Dr. Post hat eine Wurzelspitzenresektion gemacht. Einfach klasse. Das ist eine ganz tüchtige Frau. Und wehe dir, wenn du nicht wenigstens so gut wirst wie sie. Aber ich wollte doch immer Zahnärztin werden. Leute, wisst doch nicht, was ihr wollt. Du hättest deine Studienunterlagen schon längst abschicken sollen. Wie kommt übrigens dieser Brief in meine Tasche? Du musst nun endlich lernen, deine Entscheidungen selbst zu fällen. Übrigens hast du völlig recht. Ja. Zum Beispiel die Urlaubsfrage. Auf mich musst du diesmal verzichten. Prikolite. Ja? Obwohl du weißt, wie ich zu ihm stehe. Du sollst ja nicht mit ihm verreisen. Oh Gott, das ist ja wieder eine eiserne Logik. Der Mann hat seinen Beruf aufgegeben. Einen schönen Beruf. Zahntechniker ist nämlich ein interessanter Beruf. Das sagt Hans heute noch. Warum hat er denn bei mir gekündigt? Er wäre nicht glücklich geworden. Hans hat künstlerische Neigung. Ja, da sind wir eben. Verschiedene Auffassungen. Meine Sorge ist nur, dass du dich an einen unzuverlässigen Menschen hängst. Ich hänge mich doch nicht an Hans. Ja, aber du verreist doch mit ihm. Na, allerdings.
Du warst ja nicht schön mit uns beiden immer an der See. Ja, du wirst ja auch fahren. Ja, aber alleine. Also so alleine bist du doch nicht. Hast doch Freunde da oben. Kennst den halben Ort. Ja. Deinem alten Vater wird wohl nichts übrig bleiben, als sich den Tatsachen zu stellen. Zahlen, bitte. Papa. Hat sich erledigt. Herr Opitz, ich glaube, ich bin jetzt fertig. Aha. Na, zeig mal. Stimmt's? Am Schluss war es eigentlich ganz einfach. Tadellos. Absolut gleichmäßig. Naja, ich sag's ja, Geduld, Aufmerksamkeit und Übung gehören dazu. Stimmt also. Gewiss. So, jetzt kann er weg, wir bauen ihn nicht. Jetzt kann er weg? Naja, wer zieht denn heute noch Draht mit der Hand? Ein Zahnarzttechnikerlehrling. Was ist denn passiert? Ach, Trin. Komm. Was ist denn los? Immer und immer wieder habe ich den doofen Draht durchziehen müssen. Und dauernd ist er gerissen. Und immer wieder von vorn. Und jetzt kann er weg. Was denn für ein Draht? Du komm, beruhige dich mal und dann erzähl mal der Reihe nach. Hm? Wir brauchen ihn nicht, sagt der Opitz. Jetzt, wo ich gerade fertig bin, brauchen wir ihn nicht. Den ganzen halben Tag habe ich dafür gebraucht. Na, da werden wir mal dem Herrn Opitz die Meinung sagen. Was kommt? Ist doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich hier nicht fündig werde. Zu sehen ist nichts. Hier ist ja was. Na wunderbar. Das nimmt ja gar kein Ende. Hier. Na, warte, Häppchen. Am Montag, da bist du aber dran. Hm. Trotzdem, lieber Opitz, deswegen bringt man doch Mädchen nicht zum Weinen. Aha. Also, Sylvia, was habe ich Ihnen immer gesagt, wenn ich mit Ihren Arbeiten nicht zufrieden war? Hm? Mir fehlte die Geduld. Und ist Ihnen aufgefallen, wann Ihnen der Draht gerissen ist? Immer, wenn ich versucht habe, ein Zugloch zu überspringen. Also ich denke, Frau Happenmeier, unsere Sylvia vergießt nicht Tränen über den herzlosen Opitz, sondern über ihre eigene Ungeduld. Sie benehmen sich bald wie der Doktor. Im Ernst? Mhm. Also dann bleibt mir nur noch übrig zu fragen, ob ich Sylvia zu einem Eisbecher einladen darf. Das ist ja alles wieder in Ordnung. Na komm. Häppchen! Ich komme! Schwester Hartmeier! Sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Vorbedacht serviert. Eine tödliche Waffe bei einem Patienten mit Wurzelentzündung. Hinterlist nenne ich so ein Verhalten. Naja, wie sollten wir Sie denn sonst zum Zahnarzt bringen? Ja, zur Zahnärztin. Naja, das war wegen Sabine. Sie scheinen ja wenig einsichtig, Herr Fräulein Habenmeier. Selbst wenn ich über alles hinwegsehen wollte. Man macht seinen Chef nicht ungestraft lächerlich. Das werden Sie doch wohl einsehen, ne? Ja. Ja, natürlich.
Sagen Sie, was ich tun soll, Doktor, und ich tue es. Sie brauchen ja nichts mehr zu tun. Ich werde es tun. Oder besser gesagt, ich habe es ja schon getan. Ich habe Ihnen Ihre Papiere fertig gemacht. Meine Papiere? Mhm. Ich halte das in beider Interesse. Für die angemessene Lösung. Dann kann ich gehen? Mhm. Bitte? Aber vorher entfernen Sie noch die Reste dieser Mehlleiche. Gar nicht. Doch. Häppchen. Das ist doch ein Urlaubsschein nach Die Hagen. Was? Ich denke mir, das wird wohl eine Belohnung sein für alles, was du für ihn getan hast. Er schenkt mir eine Urlaubsreise. Du wirst an meiner Stelle mit ihm nach Die Hagen fahren. Oh, Sabine. Oh, Sabine. Das ist ja wunderbar. Ich muss sofort... Nun mach doch nicht den Fehler und bedank dich etwa noch. Nach allem, was er dir angetan hat. Ja. Ja, das stimmt. Oh, Sabine. Ich werde ihm einen ungeheuren Kirschkuchen backen. Ohne Kerne. Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht an höherer Stelle mich... Aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe keine Erklärung dafür, warum der Doktor heute so ganz anders ist als sonst. Ja, weil er schlechte Laune hat. Was sonst? Tja, das mag sein. Aber warum? Ja, das weiß ich doch nicht. Ach, das ist ja schön, dass Sie sich nicht beschweren wollen. Lassen wir eine Woche vergehen und dann kommen Sie wieder, ja? Und ja. Sie müssen nicht ins Wartezimmer, Sie kommen gleich zu mir. Aber jetzt muss ich wieder an meine Arbeit, ja? Also, ja. Wiedersehen und alles Gute. Ja, Wiedersehen. Hm? Komm, sag der Tante schön auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh. So, golden. Ja, also, tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Komm. Doktor! Aber Doktor! Ja, was ist denn? Was los ist, na, ist das nichts? Alkohol am frühen Morgen und dazu noch aus unserer Notflasche. Ja, wo soll ich denn sonst Cognac trinken, weil ich aus dem Feuerlöscher? Also, Doktor, was ist denn los mit Ihnen? Ist was passiert? Ach, nichts, es passiert überhaupt gar nichts. Sie können einen aber auch erschrecken. Schleichen sich da an wie eine Rothaut auf dem Kriegspfad. Ah ja, also nichts ist passiert. Nein. Für nichts haben Sie aber eine bemerkenswerte Laune. Die sich nicht bessern wird, wenn Sie nicht sofort den nächsten Patienten aufrufen. Frau Weber, bitte! Raus! Der Chef hat heute wieder eine Laune, grauenhaft. So, wird er schon seine Gründe haben. Aber die muss er doch nicht ausgerechnet an mir auslassen. Wen, die Laune oder die Gründe? Sie sind so pingelig. Ich bin nur genau. Der Mensch muss sich exakt und klar äußern. Und nicht zu faul sein, ein Wort zu wiederholen, wenn es notwendig ist. So, Mädel. Heute werden wir mal Draht ziehen. Das sieht zwar sehr einfach aus, muss aber auch verstanden sein. Also, zugepackt und kräftig gezogen. Kräftig und gleichmäßig, ja? Der Draht muss exakt 1 Millimeter Durchmesser haben. Vorne wie hinten. Aber vor den Erfolg haben die Götter ja bekanntlich den Schweiß gesetzt. Och! Ja. Och, so was Mittelalterliches. Wer zieht denn heute noch Draht mit der Hand? Niemand. Außer einem Zahntechnikerlehrling. Aber ein Gewinde muss ich nicht hinterher noch draufschneiden. Etwas mehr Ernst bei der Arbeit, ja?
Gemüse? Nein, danke. Guten Appetit. Ja, Mahlzeit. Warum isst du denn nicht, Papa? Ich werde schon essen. Guck du mal auf deinen Teller, nicht da und auf meinen. Das schöne Essen. Wer hat denn den Schlangenfraß gekocht? Na, Häppchen. Die kocht doch immer, wenn ich Nachtdienst gehabt habe. Warum isst sie nicht mit? Na, weil sie donnerstags immer die Mittagspause ausnutzt, um zum Friseur zu gehen. Ich auch so ein Versuch am untauglichen Objekt. Na, hör mal, was ist denn mit dir los? Gar nichts. Was soll denn los sein mit mir? Na, woher soll ich denn das wissen? Na, dann frag doch nicht. Iss lieber. Eigentlich hätte ich ja was Wichtiges mit dir zu besprechen. Heute nicht, Sabine. Bitte, bitte, bitte heute nicht. Na, es muss ja nicht gleich sein, aber lange aufschieben geht auch nicht mehr. Das Schwesternjahr ist doch bald rum. Ja, und dann studierst du Medizin, ne? Müssen wir denn dauernd immer wieder darüber reden? Naja, leider. Du weißt doch ganz genau, dass ich nicht Medizin, sondern Zahnmedizin studieren will. Und du weißt ebenso genau, dass ich dazu meine Einwilligung nicht geben werde. Du studierst Medizin. Will das Heer der Frauen als Zahnärzte nicht noch vermehren? Oh, oh, das ist ja grauenhaft. Nein, nein, vor dem Mittagessen fangen wir nicht wieder von vorne an. Ne? Gehen wir. Ja, aber nicht mit diesen Händen. Aha. Daher also die schlechte Laune. Wie lange geht denn das schon? Es kam ganz plötzlich. So, so. Ganz plötzlich. Mhm. Wie aus heiterem Himmel. Naja, wie sowas eben kommt, nicht wahr? Nun lassen Sie das mal, Häppchen, ja? Schämen Sie sich, Doktor. Sie leben doch mindestens schon 14 Tage von Tabletten. Wenn Sie wüssten, was das für Schmerzen sind. Sie werden es nicht glauben, aber ich kann es mir vorstellen. Was soll ich denn machen? Na, zum Beispiel zum Doktor gehen, Herr Doktor. Also ein Unsinn. Zu wem denn? Geht denn jetzt dem x-beliebigen Zahnknirpen? Aber Doktor. Ich weiß doch genau, was der sagt. Lieber Kollege sagte, da können wir ja gar nichts machen. Da müssen wir ja gleich extrahieren. Na und? Na, Halleluja. Mitten aus der Entzündung? Dann kein gesunder Zahn. Ja, der muss ja ganz schön gesund sein, wenn Sie laufend zu den stärksten Mitteln greifen. Ach, Doktor, Sie sind wie so ein unvernünftiges Kind. Jeden Tag die starken Dinger, denken Sie mal an Ihr Herz. Naja, wenn das pochende Ding hier nachgelassen hat, dann denke ich auch mal an mein Herz. Soll ich die Nachmittagssprechstunde absagen? Wieso denn? Bin doch schmerzfrei. Soll ich mal nachsehen? Himmels Willen, nein. Na, einiges habe ich ja schon gelernt bei Ihnen im Laufe der Jahre. Nein, seien Sie nicht gleich eingeschnappt, Häppchen. Vielleicht nach der Sprechstunde, ja? Mal sehen.
Na, Sabine. Denn auf in den Kampf. Das sagt sich so leicht, Täppchen. Wieso denn? Nun hast du doch deine Studienunterlagen. Nur hast du doch Bedenken, was? Na, überhaupt nicht. Ich weiß nur nicht, auf welcher Seite wir das Verhängnis untergebracht haben. Sondern wir hatten uns doch ein Zeichen gemacht. Ja. Ist doch hier. Ah ja, natürlich. Na, kann da nur die Schlemmerei beginnen? Ja, der Kuchen ist doch noch gar nicht aufgeschnitten. Was? Natürlich ist der Kuchen aufgeschnitten. Na, es fehlt doch noch was. Das fehlt überhaupt nichts. Papa? Ja? An deiner Stelle würde ich mir vielleicht einen guten Cognac gönnen. Ah ja, das ist richtig. Ein Cognac fehlt wirklich, ja. Also was ist denn das für ein Theater? Ich meine, der Einfall mit dem Cognac ist ja wunderbar. Also her mit den Gläsern. Da kann er wenigstens nicht mehr selber fahren. Naja, gut. Sehr gut. Sabine will nicht. Sabine ist volljährig, sie braucht doch keinen Fürsprecher. Du, ich möchte wirklich heute nicht. Na ja, dann. Der Doktor hat heute eine flammende Rede gehalten. Mm. Es ging um das vorbildliche Verhalten der Patienten. Es ging vor allem darum, dass man nichts verschleppen darf, sondern rechtzeitig zum Zahnarzt gehen muss. Hm? Ach, tatsächlich? Ja. Dann bekomme ich nun endlich mal ein Stück Kirschkuchen oder nicht, hä? Prost. Prost, ja. Prost. Papa? Ja? Du fühlst dich wirklich hier ganz gut? Das fühle mich ausgesprochen gut, ja. Aber, Gott, sprechen wir über die Arbeit oder trinken wir Kaffee und essen Kirschkuchen? Ja. Na ja. Dann los. Na ja, gut. Danke. Mmh. Guck mal, richtig gelungen. Ganz prima. Papa, zum Notdienst, Papa. Häppchen, wer hat den Notdienst? Dr. Post. Ich melde euch gleich an, gut? Wir sind da, Papa. Ja. Soll ich mit reinkommen? Zur moralischen Unterstützung. Ja, na, das fehlt ja noch. Den letzten Rest von Autorität noch einbüße durch dich. Na, dann würde ich an deiner Stelle mal aussteigen. Ja. Wie hieß doch gleich der Kollege? Dr. Post. Dr. Post? Noch nie gehört. Auch das noch. Sicherlich ein Anfänger, der junge Mann. Papa, ein Anfänger gibt sich doch ganz bestimmt besondere Mühe. Noch dazu bei so einem Patienten. Na, was soll denn das nun wieder heißen? Ich bin doch nicht ein Querulant. Ich bin ein ganz normaler Patient wie jeder andere auch. Na, nicht ganz. Immerhin hat dich doch Häppchen angemeldet. Man weiß also, dass da ein Kollege kommt. Und wer da kommt. Kannst du allein aussteigen? Na, natürlich. Du musst doch nicht gleich einen Krüppel aus mir machen. Das ist ein schwarzer Tag, würdig im Kalender angestrichen zu werden. Erst dieser verrückte Kirschkuchen und dann jetzt das hier noch. Bei einem solchen Kuchen muss man eben damit rechnen, mal auf einen Kern zu beißen. Naja, aber doch nicht auf eine ganze Schrotladung. Also, er müsste beim Backen wirklich geschlafen haben. Papa, ich stehe zwar nicht gerade im Halteverbot, aber parken darf ich doch hier auch. Naja. Guten Tag. Guten Tag.
Bitte, Sie wünschen? Einmal Besohlen und Absätze. Was soll denn die Frage? Das wird man beim Zahnarzt schon wollen, nicht wahr? Jetzt ist aber keine Sprechstunde. Nur in Notfällen. Ja, eben, eben. Wohl zu lange gewartet, wie? Auf die bevorstehende Prozedur kann man nicht lange genug warten. Wieso denn das? Ich habe Zähne wie ein Gaul, wissen Sie. Ah, dann sollten Sie zum Tierarzt gehen. Das ist ja zum Wirren, Ihre Bemerkung. Seit wann haben Sie denn die Schmerzen? Was heißt denn das? Meinen Sie, ich bin mit Zahnschmerzen geboren, oder? Machen Sie mal den Mund auf. Ah, soll denn dieses grausame Spiel? Mann gehört nur zu meiner Intimsphäre. Haben Sie denn überhaupt noch welche? Ach, Sie meinen, ich habe sie unterwegs verloren, oder? Tröstlich, dass Sie wenigstens Ihren Humor noch nicht verloren haben. Bei dem, was Ihnen bevorsteht. Machen Sie lieber Ihre Arbeit ordentlich. Da auf der Heizung ist noch Staub. Das sehe ich von hier, sehe ich das. Immer dasselbe mit den Herren der Schöpfung. Kaum haben Sie ein Wehwehchen, dann werden Sie aggressiv. Ihre Entzündung, die haben Sie aber schon viel länger. Und woher beziehen Sie Ihre Weisheiten? Aus dem Scheuereimer, ja? Sagen Sie lieber Ihrem Chef, dass ich da bin. Dr. Post weiß schon Bescheid. Ach so. Und wen darf ich bitte melden? Einen Kollegen, einen Zahnarzt, ne? Nun gehen Sie doch bitte. Und etwas flink, wenn ich bitten darf. Sie sehen doch, dass ich Schmerzen habe. Einen Moment, bitte. So. Na, dann wollen wir mal. Sie sind... Dr. Post, ganz recht. Ihr behandelnder Stomatologe, Kollege Wittkugel. Wenn ich bitten darf? Soll ich dich schnell nach Hause fahren? Wie geht's dir denn? Darf ich noch was trinken? Nein, danke, ich darf nicht. Danke. Es geht dir also schlecht? Schmerzen sind weg. Das ist die Hauptsache. Natürlich ist das die Hauptsache. Erzähl doch mal, wie war's denn? Ach, es ist nur... War alles so taub in meinem Mund. Und erzähl du nie, Mann. Wenn ich wüsste, was dich interessiert. Ach, naja, irgendwas ist doch egal. Tja, was soll ich sagen? Ich hab hier gesessen, gewartet, die Leute beobachtet. Passiert ist nichts Aufregendes. Übrigens habe ich mit Frau Dr. Post ausgemacht, dass sie meine Urlaubsvertretung übernimmt. Dann warst du also mit ihrer Behandlung zufrieden? Ja, sehr, super, sehr. Obwohl es sich um... Zahnschmerzen mit Alkohol bekämpfen, hinsetzen. Gestern haben Sie sich der Behandlung durch die Flucht entzogen. Heute heißt es Mund auf. Ach, gute Zusammenarbeit. Er will ja nicht. Bleib. Ich habe wirklich alles versucht. Das kann man laut sagen. Selbstverständlich. Cola? Ich weiß nicht, was mit meinem Wecker los ist. Heute Nacht ist er stehen geblieben.
Aber mein lieber Herr Opitz, Sie sind mir noch keine Rechenschaft schuldig. Naja, Sie wissen ja, ich bin immer gerne in meinem Labor verschwunden, bevor der Trubel hier losgeht. Ja, das können Sie immer noch haben. Der Chef ist nicht da. Was? Tatsächlich? Mhm, der wird sich irgendwo versteckt haben und heimlich eine rauchen. Hm? Als ob ich das nicht riechen würde. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Martin. Ist schon auf? Ja, gehen Sie nur ins Wartezimmer. Silvina, ausgeschlafen? Schon wieder so spät. Hat der Chef schon nach mir gefragt? Junger Mensch muss Glück haben. Der Chef ist noch nicht da. Oh, super. Passt schon da? Leider nicht, aber er muss jeden Moment kommen. Oh. Na? Großmutter erkrankt oder Feuersbrunst ausgebrochen? Die Bahn kam nicht pünktlich, Herr Opitz. Ehrlich. Naja. Ist der Chef inzwischen da? Nein. Na, Sabine, was Interessantes dabei? Von der Universität. Oh, guck mal. Du hast noch auf. Na? Positiv? Kannst du die Studienunterlagen hinschicken? Ja. Sabine, da wünsche ich dir von ganzem Herzen Glück. Ja, das ist verfrüht, Häppchen. Warum denn? Noch weiß ich doch gar nicht, wie ich das Papa beibringen soll. Ach, leg ihm den Brief heute Mittag auf den Teller. Na, weißt du, was dann passiert? Na klar, da platzt die Bombe. Ach, Sabine, da hilft doch nur ein kühner Sprung ins Wasser. Häppchen? Komme schon. Ja, und dabei muss ich mich immer beschäftigen. Ich habe immer so eine Unruhe im Wartezimmer. Geht Ihnen das auch so? Er ist aber auch ein netter Arzt. Das kann ich Ihnen schwer sagen, weil... Nun, da sind Sie aber gut dran. Ich muss natürlich öfter zum Arzt bei 3 Kindern. Er hat noch 2 Schwestern, wissen Sie. Und da ist andauernd was. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ja. Ja? Was denn? Na, die Zeit, die man im Wartezimmer so versitzt. Und wenn man da wenigstens ein Kreuzworträtsel lösen könnte oder so seinen Gedanken nachhängen. Aber da müssen einen die Leute vollschwätzen und ich muss sowieso so viel reden. 3 Kinder, der Haushalt, der Beruf. Ich bin Trafo-Kernwicklerin und da muss man eben mit den Kolleginnen schwätzen, sonst wird die Wickelei so eintönig. Und mit den Kindern, da muss man auch reden. Und mit dem Mann auch, der will ja schließlich auch erzählen, wenn er vom Bau kommt. Ach, eigentlich bleibt bloß das Wartezimmer, wo Mama so ganz still sitzen könnte. Oder ein Kreuzworträtsel lösen. Ne? Der Nächste, bitte. Hm? Kennen Sie eine Aufforderung mit 15 Buchstaben? Eine Aufforderung mit 15 Buchstaben? Hm. Ja. Der Nächste, bitte. Hat 15 Buchstaben und damit sind Sie gemeint. Wen? Ach so, ja. Recht herzlichen Dank. Dandy, wir sind dran. Na komm, mein Junge. So. Na, das ist keine Angst, ne? Guten Tag. Eine ganz ruhige Person, was? Und was war mit dem jungen Mann? Spangenkontrolle, eventuell etwas nachstellen. Aha. Wie oft haben wir denn die Spange aus dem Mund gehabt, ja? Aber, Herr Doktor, niemals. Na, Hand aufs Herz und nicht gelogen. Herr Doktor, ich weiß doch, dass mein Junge die Spange Tag und Nacht tragen muss, wenn die Korrektur Erfolg haben soll. Nein, nein, ich achte darauf. Ich weiß schon, was mein Kind im Mund hat oder was nicht. Na schön. Na komm, machen wir mal auf den Mund. Das ist ja unglaublich. Und Sie haben tatsächlich die Stirn, mir das Kind in diesem Zustand zu präsentieren. Aber, Herr Doktor... Sie wissen, was Ihr Kind im Mund hat? Komm, spuck doch bitte mal aus. Na, sehen Sie. Eine Zuckerraffinerie. Aber, Berndi, was hast du denn gemacht? Keine Behandlung heute. Schluss. Mund säubern. Alles ausspülen. Aber, Doktor, das ist doch noch ein Kind. Wir bringen ganz schnell alles in Ordnung und dann schimpft der Onkel Doktor auch nicht mehr. Ich schimpfe nicht. Ich spreche nur eine deutliche Sprache.
Wie soll der Junge gesunde Zähne bekommen, wenn er mit Bonbons gefüttert wird? Also das ist unerhört. Komm, Bernie, wir gehen jetzt. Es gibt ja schließlich noch andere Zahnärzte. Man sagt auf Wiedersehen. Das Kind sehen Sie jedenfalls nicht wieder und mich auch nicht. Darauf können Sie sich verlassen. Komm, Bernie, Moment. Wir sind hier geblieben. Haben wir das denn nötig? Ich erlaube nicht, dass Sie... Aber Doktor, seien Sie doch vernünftig. Das gibt doch bloß Ärger. Lassen Sie mich gehen. Vielleicht erwische ich die Dame noch auf der Treppe. Na ja, fallen Sie mir ruhig in den Rücken. Doch keine Schuld. Ach, nehmen Sie doch meine Entschuldigung an. Das ist genauso gut, als hätte sich der Chef selber entschuldigt. Das ist es eben nicht. Ach, Frau Berg. Ach, guten Tag, Herr Heinz. Na, zufrieden? Und wie? Ganz prima. Kann alles wieder essen. Na, das ist ja fein. Grüßen Sie bitte den Doktor. Ja, das mache ich gern. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Heinz. Ja, ich sage ja nicht, dass der Doktor nicht in seinem Fach tüchtig ist. Aber wie er mit Kindern umgeht. Ach, ganz prima im Allgemeinen. Verständnisvoll wie kaum einer. Nee, aber das habe ich gemerkt vorhin. Ja, das ist es ja. Ich weiß auch nicht, was heute mit ihm los ist. Guten Tag. Guten Tag. Da sehen Sie, alles zufriedene Patienten. Ja, Sie geben sich ja auch alle Mühe. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich... Ja, die für meinen Vater das Gleiche sind wie für einen Stier das rote Tuch. Ach, Sabine. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. So. Gib mal dein Glas. Ja. Gut. Deine Zukunft. Meine Zukunft, Häppchen. Ich sehe mich schon ein Leben lang in Hab-Acht-Stellung am Narkoseapparat sitzen. Du wirst eines Tages deinen Platz am Zahnarztstuhl einnehmen. Prost. Prost. Und das kluge Häppchen weiß also auch schon wie? Es kann sein. Es kann durchaus sein. Ja? Aber nicht gegen den Willen meines Vaters. Was erwartest du denn noch? Denkst du, dein Vater, der fällt noch vor dir auf die Knie? Der hält doch Frauen für diesen Beruf nun mal für völlig ungeeignet. Kennst du seine Meinung? Ja, ich weiß. Nun sag du bloß auch noch, ich bin erwachsen und kann tun und lassen, was ich will. Das würde ja auch stimmen. Naja, sicher. Na gut, ich kann ja sagen, ich studiere Stomatologie. Da kannst du dich lieber Papa auf den Kopf stellen. Zusage von der Uni habe ich auf seinen Teller gelegt. Er hat den Brief eingesteckt, ohne ihn überhaupt anzugucken. Aber vielleicht hat er den inzwischen gelesen. Und wenn er ihn gelesen hat? Dann hat er jetzt eine Stinkwut auf mich. Oder was noch schlimmer ist, der ist traurig, weil ich mich doch gegen seinen Willen beworben habe. Häppchen, was soll ich denn jetzt machen? Sabine, du kannst natürlich hier bleiben. Du kannst ja nicht ewig der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen, hm? Ach, Häppchen. Oh, Sabine. Du bist ein liebes Mädchen. Ach, ich bin kein liebes Mädchen, ich bin eine sentimentale Kuh. Nun komm, hör auf, wir kennen uns gut genug. Ja. Was würde deine Mutter jetzt zu dir sagen? Meine Mutter habe ich doch kaum gekannt. Und Alexander hat deinetwegen nicht wieder geheiratet. Wirklich? Ja. Oder hast du nur alle Rivalinnen rechtzeitig vergrault? Das ist aber gut.
Häppchen, Häppchen. Ich sehe bis auf den Grund deiner schwarzen Seele. Nur mal rein theoretisch. Ich meine, ist das denn so undenkbar? Was denn? Ich meine, also wie gesagt, nur... Also nur theoretisch. Denn dein Vater und ich. Ja? Naja, und dein Vater und ich. Naja, nur theoretisch. Häppchen, du bist ganz süß. Weißt du, Häppchen, wenn du auch nicht mit meinem Vater verheiratet bist, für mich bist du manchmal wie eine Mutter. Oh, Sabine. Sabine. Oh, jetzt kommen wir völlig vom Thema ab. Na logisch. Er will eben nicht, dass ich Zahnärztin werde und wir wissen nicht, wie wir ihm das beibringen sollen. Es hat also keinen Sinn mehr, drüber zu reden. Prost. Ach, das würde ich nicht sagen. Mir geht da nämlich was durch den Kopf. Ja? Was denn? Also, du musst weiter nichts machen, als unseren Helden ordentlich bedauern. Na gut. Wie geht's ihm denn eigentlich? So wie es jemanden geht, der akute Zahnschmerzen hat. Also, Sabine, dann musst du jetzt gehen. Du musst verhindern, dass er heute Nacht noch zum Notarzt geht. Na, die Gefahr ist nicht besonders groß. Er hat eine halbe Flasche Cognac mit ins Schlafzimmer genommen. Oh, das ist ja wunderbar. Oh, Sabine, da werden wir bald eine große Schlacht schlagen. Komm. Oh, ja, das ist immer so. Oh Gott. Das sind so große Hände. Können ja ruhig mal fragen, wie ich die Nacht verbracht habe. So, sollte ich das? Ja, ein bisschen Anteilnahme habe ich ja wohl verdient. Na schön, Doktor. Wie haben Sie denn nun die Nacht verbracht? Sie werden lachen. Ich habe tief und fest geschlafen. Ist ja kein Wunder, nach einer Flasche Cognac. Nach einer halben. Häppchen, woher wissen Sie denn das? Sie spionieren Ihrem Chef hinterher? Hm? Das ist eine Unterstellung. Schlimmer, was? Verschwörung der Weiber. Während ich halb ohnmächtig vor Schmerzen. Und Alkohol. Naja, lassen wir das. Ich will Ihnen sagen, woher ich das weiß. Ja? In Ihrer Wohnung roch es heute Morgen wie in einer Destille. Na. Übertreiben Sie mal nicht, ja? Ich möchte nur wissen, was Sie zu Ihren Patienten sagen würden, wenn die es so machten. Zahnschmerzen mit Alkohol bekämpfen, hinsetzen. Gestern haben Sie sich der Behandlung durch die Flucht entzogen. Nee. Heute heißt es... Mund auf. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Naja, aber Sie wollten ja, nicht wahr? Also nun mal stillgehalten. Wir wollen doch wenigstens wissen, wo und warum es uns wehtut. Ach, also dieser alte Tantenton, der macht mich ganz krank. Wie und wo es uns wehtut, haben Sie das schon mal von mir gehört? Ihnen tut doch nichts weh. Im Gegenteil. Nein, mir tut nichts weh. Naja, ich sage ja, Ihnen tut nichts weh. Im Gegenteil. Sie fühlen sich ja wohl dabei, nicht wahr? Wie meinen Sie denn das? Naja, Sie sind wohl doch froh, dass Sie mal einen Patienten hier unter Ihren Fingern haben, nicht wahr? Aber Doktor, das müssen Sie doch verstehen. Sie kosten das Gefühl doch täglich mehrmals aus. Also, Mund auf. Sie wollen mir wohl wehtun, Miss Sezier, mit der Spitze, was? Oh, Verzeihung, das tut mir leid. Ja, jetzt tut's Ihnen leid. Aber erst, wenn Sie mir wehtun, ne? Dazu nimmt man eine Kugel. Ja, natürlich, die kleinste, damit es ja recht wehtut. So recht? Ja, von hier sieht die auch recht klein aus. Tja, also eine größere haben wir nicht. Dann kann ich sie gleich mit dem Hammerstiel untersuchen. Hm. So, nun los, Mund auf. So, und nur mal spülen. Also haben Sie wohl nicht alle Häppchen, was? Ja, Frau Doktor, und Ihre Diagnose? Maul- und Klauenseuche, ja? Ja,
Aber im galoppierenden Stadium. Aber mal im Ernst, Doktor, es wird eine Wurzelspitzenresektion nötig werden. Na ja, na, Sie können einen aber auch erschrecken. Na, ja. Wir können ja mal röntgen. Ja, sicher. Ja, wir können Sie auch einen Ring durch die Nase ziehen, nicht wahr? Woher nehmen Sie denn plötzlich diese alberne Heiterkeit? Vor 5 Minuten waren Sie noch ein schwerkranker Mann. Da habe eben keine Schmerzen mehr, nicht wahr? Schmerzen sind weg. Weg, wie weggeblasen. Ja, das sagen Sie alle, wenn Sie erstmal auf diesem Stuhl sitzen. Na, also in meinem Falle ist das auch hat das nicht einen ganz anders. Natürlichen Ursprung. Ach, das können Sie ja gar nicht behaupten. Ohne Röntgenaufnahme. Der Herd sitzt an der Wurzel. Ja, das mag ja schon sein, aber er ist eben ganz gering. Und in so einem Falle kann er ja auch eintrocknen. Aber wer ist denn hier nun der Zahnarzt? Sie oder ich? Ich will jetzt hier runter. So, dann rufen Sie den ersten Patienten. Herr Brockdorf, bitte. Soll ich für Sie einen Zahnarzttermin machen? Nein, Unsinn. Na ja. Er scheint nicht da zu sein. Frau Leberecht, bitte. Dann gehen Sie doch mal gucken, was da ist. Ihre Patienten haben Sie ja nun mit Erfolg verjagt. Die Sie aber auch gestöhnt haben, Doktor. Ach, die Leute haben ja heutzutage gar keine Nerven mehr. Ich gehe mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Ja? Könnte ich mal Schwester Sabine sprechen? Ja, ich warte. Sabine? Stell dir mal vor, der Chef hat keine Zahnschmerzen mehr. Wie? Wieso einverstanden? Ach so, du meinst den Unibrief? Nein, ich glaube, den hat er noch gar nicht gelesen. Du, deshalb rufe ich nicht an. Sag mal, kommst du heute pünktlich? Ja, das ist gut, ja. Du musst unbedingt noch unterwegs einkaufen. Wir müssen heute noch einen Kuchen backen. Einen Kirschkuchen. Warum? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Der Chef kommt. Ich muss aufhören. Tschüss. Na, 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 na. Nicht den Kopf hängen lassen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Schluss für heute. Nächste Woche geht's weiter. Aber auch im Zorn. Keine solchen Ausdrücke, ja? Entschuldigung. Und geben Sie Ihren Händen auch am Wochenende Arbeit. Wegen des Muskelkaters. Ihnen nun manch nicht so rum. Du, die Kirschen sind für Kuchen. Also an dir ist ja wirklich eine richtige Intrigantin verloren gegangen, Häppchen. Was heißt denn, an mir ist eine Intrigantin verloren gegangen? Ja? Ich bin eine Intrigantin. Das gibst du also zu? Klar. Und du scheust dich nicht mal meines Vaters leibliche Tochter in diese schamlose Affäre zu verwickeln? Ach, Sabine, was man macht, das muss man richtig und gründlich machen. Besonders, wenn es sich um eine Intrige handelt. So. Und los, mach die Kerne hier rauf. Häppchen, das können wir doch nicht machen. Also nur komm, tu bloß nicht so. Ist ja kein Zyankali, rauf damit. Nur los. So ist schön. Und nur die Kirschen. So. Sehr schön. Richtig gemein. Ausgerechnet in seinen Lieblingskuchen. Na gerade, in den beißt er wenigstens bedenkenlos hinein. Sehr schön, Silke, dass du gleich gekommen bist. Na, Häppchen, wo brennst denn, ne? Das erzähle ich dir gleich. Silke, das ist Sabine. Sabine ist Frau Dr. Post, Zahnärztin. Hm? Bald kannst du ja auch soweit sein. Ach, eine Kollegin also. Tag. Tag. Nein, nein, soweit bin ich doch noch lange nicht. Ich will doch erst anfangen. Und wenn alles gut geht, mit Ihrer Hilfe, Frau Dr. Post. Also den Doktor, den lassen wir aber beiseite. Wir wissen ja jetzt die Weise. Ne? Na wunderbar, los, gut, setzt euch hin. Ja, danke. Ach, sieht das und was duftet. Also, wie ich meine frühere Wirtin kenne, sieht mir das gewaltig nach Bestechung aus. Ja, soll ja auch eine sein. Siehst du? Dufte ich mal bitte Ihre Tasse? Ja, Moment. Na, mach. Bedien dich mal, Silke. Meinen Kirschkuchen wirst du ja noch nicht vergessen haben, was?
Warte mal. Oh, ich gebe dir noch ein größeres Stück. Wer könnte diesen schönen Kirschkuchen vergessen, der ihn einmal genossen hat? Ja, das ist gut. So. Ist Milch? Das sagt unser Doktor auch immer mit dem Kirschkuchen. Ja, du, aber was euer Doktor sonst sagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Deine Erzählung am Telefon, die klang ganz schön verworren. Na, ist es nicht merkwürdig, wenn ein Zahnarzt nicht will, dass seine Tochter auch Zahnärztin wird? Danke, Sabine. Und warum nicht? Eine Frau ist zu empfindsam. Außerdem hat sie nicht die körperlichen Kräfte und die nötige Konstitution und fällt so oft aus wegen Kinderkriegen, na und so weiter und so fort. Hm. Ist ja ein ganzer Katalog. Ja. Mhm. Aber was soll ich denn dabei? Ganz einfach, du sollst unseren Doktor vom Gegenteil überzeugen. Hm? Wenn er erst mal von einer jungen Kollegin behandelt wurde, gut behandelt wurde, dann muss er doch seinen Widerstand aufgeben. Also wir müssen ihn einfach dazu bringen, dass er sich darüber freut, dass seine Tochter den gleichen Beruf ergreifen will wie er selbst. Das klingt aber alles ganz schön theoretisch. Es geht aber gar nicht um die Theorie, sondern um die Praxis. Prost. Hm? Prost. Also sagen wir, morgen, Sonnabend, nach der Sprechstunde, da wird unser Doktor heftige Zahnschmerzen bekommen. Hm? So heftig, dass er unbedingt den Notdienst aufsuchen muss. Und dann, Silke, dann kommt eine große Stunde. Prost. Na, ich weiß ja nicht, wie ihr beiden Hexen das anstellen wollt. Aber mal angenommen, es kommt so. Hm. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Ein zweites Staatsexamen. Richtig. Denn wie ihr euren Doktor beschreibt, wird er alles, aber auch alles versuchen, um an mir kein gutes Haar zu lassen. Zugegeben, Nerven gehören dazu, wenn ein Doktor einen Doktor behandelt, ja. Sag mal, Häppchen, warum soll ich mich eigentlich freiwillig dieser Tortur unterziehen, hä? Ach, weißt du, rechne es gegen die Wohltaten auf, die ich dir während deines Studiums erwiesen habe. Bratkartoffeln mit Sülze, ich wusste es doch. Kartoffelpuffer, ja, ja, ja. Selbstgebackener Kuchen. Eine sturmfreie Bude. Verpresserin. Also gut, mag daraus werden, was will. Ich werde meinem Examen morgen am Sonnabend gelassen entgegensehen. Prost. 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 Ja, das müssen Sie sich merken. Bei den Zähnen ist es wie bei den Waldbränden. Hauptsache vorbeugen. Mhm. Noch mehr? Nein, danke. Und regelmäßig nachschauen lassen. Wie lange waren Sie denn nicht beim Zahnarzt? Mhm. Nicht sprechen, ich sehe das ja jetzt. Und wenn Sie Schmerzen einstellen, nicht immer so lange warten, bis Sie von alleine weggehen. Nicht da. Und was amüsiert Sie denn da, Häppchen? Hä? So. Mal sehen. Oh. Zumachen, so, ja, zeigen Sie mal, so, ja, mal auf wieder. So, ja, nochmal zumachen, so, na wunderbar, und ausspülen. Mhm. Sehen Sie, ist doch gar nicht so schlimm, oder? Mhm. Na, warum denn Angst vor dem Zahnarzt haben, junge Frau? Ich habe ja vor den Patienten auch keine Angst, nicht wahr? Vor den Patienten nicht, aber... Was murmeln Sie denn da so respektlos in Ihren Kittelhäppchen? Soll die junge Frau von uns denken. So, na, das war's schon für heute. Sollten Sie sich wieder erwarten, Nachschmerzen einstellen, dann kommen Sie sofort hierher. Nicht erst Tabletten nehmen, nicht wahr? Aber ich glaube nicht, dass da noch was kommen wird. So, danke. Für heute. So, Frau Scholz, bitteschön. Wiedersehen. Na, hoffentlich nicht. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Und 2 Stunden bitte nichts essen. Bestimmt nicht. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. So. Ach, das war's dann wohl für heute, oder ist da noch jemand im Wartezimmer? Nein. Nicht? Ah ja. Na, dann ist es mir ja wohl gestattet, nicht wahr? Ach, fällt schwer, das rauchen zu lassen, nicht wahr? Hm. Wollen Sie als Ersatz ein Stück Kirschkuchen? Frisch gebacken. Ihrem berühmten Kirschkuchen, na ja, gut, dann sage ich Sabine Bescheid, dass sie uns einen schönen Kaffee machen soll, ja.